So Leute, wir befinden uns nun in Part 6 von Let's Play The Dig und ich bin offscreen jetzt nicht nochmal rumgewandert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Rätselslösung hier diese Energieversorgung ist, die jenseits dieser Kante ist. Und hier ist ein dreieckiger Knopf. Was macht der dreieckige Knopf? Nichts passiert. Nichts passiert. Und dann haben wir noch hier dieses Kontrollpult, wo ich irgendwelche, also hier kann ich irgendwelche Farben fabrizieren. Hier kann ich eine Farbe zurücknehmen und hier kann ich alle löschen. Was? Um Himmels Willen? Ah, er merkt sich meine Eingaben. Das wollte ich jetzt nur mal kurz kontrollieren. Haben die zwei irgendwas miteinander zu tun? Can it be? Oh! Ach! Herrje! Okay, jetzt habe ich es erst geschnallt. Das hier ist die Steuerung von irgendeiner Reparaturdrohne oder so. Okay. Ich mache mal viermal blau, oberster Knopf, mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt drücke, dreieckiger Knopf. Du fieser Knopf, du. Ah, okay. Blau bewegt wohl nach oben. Ist das eine Art Steuerkreuz? Oben, rechts, links, unten, irgendwohin? Also wenn das so wäre, dann würde ich mal sagen, so und so. Ich weiß bloß nicht, was orange ist. Oh, das ist eher rötlich. Wir machen das mal so. Oh, das wird ein Gekniffel geben. Ein kniffliges... Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der mittlere macht. Aber okay. Nehm den mal zurück und mal sagen, den hier. Und zweimal. Würde ich sagen. Vielleicht ist der aufnehmen, also benutzen oder so. Also nimm ihn. Nimm die Linse sozusagen. Tatsächlich ist es funktioniert. Und nu? Hallo? Aha. Und jetzt muss ich wohl dafür sorgen, dass die... Momentchen, da gucke ich mal lieber runter. Dass die... Jetzt hat die Drohne, sage ich mal, hat jetzt diese Linse aufgenommen. Ich glaube, das war jetzt nicht schlecht. Heiß und leuchtend. Ja, Boston. Wenn das nicht die Energiequelle ist, vielleicht bin ich am Rande der Hölle. Muss ich... Das hier ist ja... Da muss ich es hin tun. Also wenn ich jetzt sage, wieder viermal links und viermal nach oben. Ich probiere das mal. Also machen wir alles weg. Viermal links und viermal oben. Mal schauen, was er jetzt macht. Eine interessante Vorrichtung. Tatsächlich, da ist diese Linse mit drin. Okay. Das sieht doch aber gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal sogar sagen, einmal nach oben mehr. Und dann probieren wir das mal mit dem hier.
Aha! Ich verstehe. Arbeitet normal. Sehr schön. Linse, Linse, Linse. Ich verstehe. Und das war jetzt... ich habe ja die Kombination von diesem purpurnen Stab hatte ich ja bei allen Türen eingegeben. Und jetzt haben wir praktisch die Stromversorgung eingeschaltet. Und jetzt ist die Tür aufgegangen, bei der die Kombination stimmt. Ich verstehe. Jetzt will ich trotzdem mal mit... Nein. Mit Maggie reden. Robbins, hier ist Lo. Hören Sie mich? Robbins hier. Was ist los? Du wolltest doch, dass wir das Licht anmachen. Haben wir? Glauben Sie, diese Erscheinung hat etwas zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie schien auf diesen Punkt zu zeigen. Okay. Danke. Gibt praktisch nichts Neues. Ja, aber wir haben eine neue offene Tür, heißt sie jetzt. Eine offene Tür. Okay. So viel zum Thema Cafeteria. Boston? Sind Sie da? Ich habe hier gerade den Strom angestellt und eine Tür aufbekommen. Sie benutzen geometrische Formen als Kombinationen für die Schlösser. Boston, Sie werden nicht glauben, wo ich bin. Hier steht alles voll mit außerirdischen Geräten. Die fantastischsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und die Maschinen funktionieren. Was tun Sie? Ich weiß noch nicht. Sie sind wirklich außerirdisch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Überstürzen Sie nichts, Maggie. Ich bin vorsichtig, Boston. Aber wir haben wohl kaum die Zeit für wissenschaftlich korrekte Testverfahren. Wo sind Sie? Wie kann ich zu Ihnen kommen? Wenn ich das nur wüsste. Jedenfalls nicht so, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin durch einen Tunnel im Felsen gerutscht, aber als das Dach zusammengebrochen ist, ist er mit den Trümmern zugeschüttet worden. Sie hätten dabei draufgehen können. Oh, ich schätze, das war nicht ganz ungefährlich. Aber wenn wir zusammen da durchgerutscht wären, wäre der zweite auf jeden Fall draufgegangen. Denken Sie daran, wenn Sie auf die Idee kommen, mich zu retten. Ich habe das schon ganz gut hingekriegt. Ja, das glaube ich. Bei uns beiden ist alles in Ordnung, Boston. Wir werden schon irgendwie in Kontakt kommen, wenn es nötig ist. Maggie. Gute Arbeit. Danke, Boston. Du willst aber wohl immer recht haben, oder? Fragezeichen. Das ist nix, obwohl es so nach irgendwas aussieht. Du wirst immer recht haben, Maggie. Auch wenn es jetzt wirklich gefährlich war. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich nehme mal die Lupe. Untersuche Fragezeichen. Sieht aus wie ein Knopf. Ja, dann drücken wir ihn. Okay! Wir haben wohl hier eine Art... Rufknopf. Wir haben hier wohl eine Art Untergrundbahn entdeckt. Eine Bahn. Eine Kugelbahn sozusagen. Jetzt weiß ich, wie sich mein Hamster gefühlt hat. Okay, Leute. Das ist wohl der Rufknopf für die Bahn, wenn die mal woanders sein sollte. Verstehe. Eine beschädigte Tür. Oh, wow. Oh, wow. Das war auch eine sehr coole Zwischensequenz, muss ich sagen.
Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Tür aufzustemmen. Ich würde sagen, da muss Maggie mit dabei sein. Draußen, okay. Zerstörte Tür. Beschädigte Tür, zerstörte Tür. Nichts könnte diese Tür öffnen. Warum ist sie dann da und verhöhnt uns? What? Wasser. Gehen wir zum Wasser. Oh. Oh. Hier ist eine Menge Wasser. Und wie? Wenn man es trinken kann, sterben wir wenigstens nicht sofort. Wir werden genug Zeit haben, um zu verhungern. Mein Gesicht war jetzt gerade eben genauso wie das von Boston. Das war so eine Art Schildkröte und so eine Art Dinosaurier. Wasser. Wenn Maggie hier wäre, würde ich ihr sagen, dass sie nicht zu einem riesigen Aal ins Wasser springen soll, der sie für sein Abendessen halten könnte. Vielleicht sollte ich meinem eigenen Rat folgen und an Land bleiben. Vielleicht kann ich... Ich sehe da unten eine Höhle. Aha. Ich würde mir die Höhle da unten gern mal ansehen. Aber ich bin nicht daran interessiert, herauszufinden, ob diese Kreatur beißt oder nicht. Kann das sein, dass ich die Kreatur irgendwie ablenken muss? Das bringt nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, aber auf jeden Fall haben wir hier eine spannende neue Location. Hey. Wow, Leute. Und hier müssen wir irgendwie ins Wasser gelangen. Das ist eines der Rätsel. Okay. Und hier können wir hoch. Können wir auch... Ah, manchmal halt, hat er ein Fossil. Was willst du mir jetzt damit sagen? Zurück. Ach, das hier ist alles zurück. Können? Diese Knochen sind im Felsen versteinert. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, also ich dachte, hier geht's runter. Nein, hier geht's nur zum Wasser und hier geht's hoch. Dann gehen wir doch mal hoch, Boston. Nicht low, sondern high. Oh, wow, das ist mal ein Ausblick. Eine Tür. Eine Tür ohne Tür. Noch ein Geist. Der letzte hat uns den Weg in den Nexus gezeigt. Natürlich ist Brink dabei gestorben. Ich find's gut, wenn der Boston immer wieder seine optimistische Geschichte, seine optimistische Seite herauskehrt. Seltsames Gerät untersuchen. Könnte das eine Art Kontrollpult sein? Könnte. Schalter. Ich bin jetzt einfach mal drauf geblieben. Ist das eine Art helles Licht, nicht wahr? Eine Art Brücke? Ja, das ist es. Holy moly. Insel. Ah. Okay. Wir haben hier ein Brückensystem gefunden. Klappe. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Kann ich mit der Schaufel öffnen? Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Hm.
Keine Ahnung. Ich gehe mal kurz durch die Tür, bevor ich die Brücke weiter benutze. Linse? Linse? Momentchen. Linse. Nur ein bisschen justieren. Und schon geht's nicht mehr. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Okay. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Ah, okay. Ah, er hat hier eine Verbindung in die Mitte gemacht. Ah, ich verstehe. Wir müssen Insel für Insel sozusagen erkunden. Ich kann jetzt zum Beispiel hier. Kristallform. Ah, da sieht man sogar den Boston. Und, okay. Hier können wir jetzt mal so genau gar nichts machen. Raus. Ich denke, wir müssen jetzt praktisch hier Insel für Insel entdecken. Und dann das Brückensystem auf der jeweiligen Insel einschalten. Und dann können wir quasi per Schnellreise von Insel zu Insel reisen. Aber im Augenblick haben wir praktisch nur diese eine Insel. Oder ist es die? Die wird es sein. Genau. Und können natürlich jetzt hier nirgendwo hin. Aber jetzt gehen wir durch die Tür. Eine Reihe Displays, die in die Wände eingelassen sind. Inschriften hier und da. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Museum. Ein Museum. Draußen Platte, leuchtende Kristalle. Leuchtende Kristalle, alles was funkelt, ist interessant. Seltsame leuchtende Kristalle. Okay. Sagst du aber nicht mehr, oder? Ich habe zwei Kristalle. Warum betonst du das so? Ich habe zwei Kristalle. Nicht nur eine. Das ist eine Steinplatte, die in die Wand eingefügt ist. Eine Art Anleitung. Okay. Display. Ah, das sind diese Displays, von denen er gesprochen hat. Ich dachte mir schon, wovon redet er denn da? Ah, okay. Display. Hallo, Display. Könnte dies eine Art Grabkammer sein? Wo hast du denn deine Grabkammer da herausgelesen? Das war sehr beeindruckend, aber ich habe nichts verstanden. Nächstes Display. Okay. Das, ehrlich gesagt, habe sogar ich einigermaßen verstanden. Man kann irgendein Ei-Element, das hier ist ein totes, wahrscheinlich ein toter Außerirdischer, da wird das darüber ausgeschüttet, also zerbrochen und ausgeschüttet. Das weiß ich jetzt nicht. Dann scheint der irgendwie da zu sein. Kann man da jemanden von den Toten auferwecken? Ein roter gravierter Stab. Oh, wie schön. Wir können dann eine weitere Tür öffnen. Noch so eine Gravur am Stab. Oder ein Stab mit Gravur. Display. Ne, noch ein Display.
Der Kanister hat es sicher ganz schön in sich. Okay. Auch nicht wirklich verstanden. Nochmal. Das ist eine Kanister, okay? Das kann sein. Der wird genommen. Dann wird aus einem mehrere. Der wird irgendwo reingepackt. Und dann entsteht ein Tunnel oder so. Bumm! Bumm! Macht's okay. Also bei dem macht er hm, bei dem macht er bumm und bei dem macht er hm. Das ist mir noch unklar. Das wird eine von diesen Turminseln sein. Mond. Baum. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Ah, okay. Haben wir denn hier zwei Monde auf diesem Planeten? Noch ein Display da oben. Ah. Und was ist das für eine Platte hier? Echt, puh. Jetzt wird's rätsellastig. Sehr cool. Oh, das ist unsere Ankunft, oder? Der erste Teil war irgendwie unsere Ankunft und der zweite sah so aus, als würden die eine Treppe runtergehen, vielleicht ins Wasser oder so. Sind da angekommen? Irgendwelche Außerirdischen aus deren Sicht? Hallo? Na, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Hm. Ja, okay. Das war auf jeden Fall die Reise von Attila. Ganz deutlich. Symbole, die auf eine Platte geschrieben sind. Sieht aus wie ein Alphabet. Ah, okay. Ah, oh, jetzt habe ich es mitgenommen. Sehr cool. Kann ich das Maggie zeigen, wenn ich sie finde? Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Und ich schaue jetzt mal, ob eine dieser Inseln so ein Loch in der Mitte hat. Ja, das ist das hier. Das haben wir in einem von diesen Displays gesehen. Das ist die Insel, wo wir gerade sind. Die heißt auch jetzt Museumsinsel. Schaut mal. Ich schaue mal noch mal ganz kurz die... Die haben nichts. Das Teil von. Das ist die Museumsinsel. Okay. Gehen wir zurück zur Bahn. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt in die Bahn einsteigen, wo wir dann hinkommen. Aber ich würde sagen, Leute, die Weiterreise zu unserem nächsten Ziel, das machen wir dann im nächsten Part von Let's Play the Dig. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir Papier und Bleistift für den nächsten Part zurechtlegen, weil irgendwie werden die Rätsel immer kniffliger und ich weiß nicht, ob ich das alles in meinem Kopf behalten kann. Naja, wir werden sehen und mit eurer Hilfe wird das schon gut gelingen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!